Angespanntes Wiedersehen. Prinz Harrys kontroverse Begegnung mit Tante Lady Jane während des Jubiläums der Invictus Games. Die Welt sah mit angehaltenem Atem zu, wie Prinz Harry zu den bedeutsamen Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum der Invictus Games mit Spannung nach Großbritannien zurückkehrte. Doch was ein freudiger Anlass sein sollte, wurde schnell angespannt und kontrovers. In einer unerwarteten Wendung sah sich Prinz Harry einer heftigen Konfrontation mit seiner Tante Lady Jane gegenüber, die die Zuschauer schockierte und fasziniert zurückließ. Während die Emotionen hochkochen, bricht Lady Jane aus: Nimm deine Hände weg von mir. Halte durch die Flure und ließ viele fragen, was möglicherweise zwischen zwei Familienmitgliedern passiert sein könnte. In diesem Artikel befassen wir uns mit den Einzelheiten dieses dramatischen Treffens und untersuchen die zugrunde liegenden Spannungen, die möglicherweise zu einem derart hitzigen Austausch geführt haben. Aber bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für weitere Updates. Bevor wir uns auf die Konfrontation einlassen, erinnern wir uns zunächst an die Bedeutung der Invictus Games. Diese internationale Sportveranstaltung wurde 2014 von Prinz Heria ins Leben gerufen und feiert den unbezwingbaren Geist verwundeter, verletzter und kranker Soldaten und Soldaten aus der ganzen Welt. Es ist ein eindrucksvoller Beweis für die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit derjenigen, die so viel für ihr Land geopfert haben. Die Spiele sind zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung und Einheit geworden und fördern das Kameradschaftsgefühl zwischen Teilnehmern und Zuschauern gleichermaßen. Die Heimkehr von Prinz Harry, ein emotionales Wiedersehen für Prinz Harry, der anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Invictus Games nach Großbritannien zurückkehrte, hatte eine zutiefst persönliche Bedeutung. Es war nicht nur ein Jahrzehnt der Ehrung der tapferen Männer und Frauen, die gedient haben, sondern auch eine Art Heimkehr nach seinem vielbeachteten Ausscheiden aus der königlichen Familie. Welt sah zu. Wie Harry in Begleitung seiner Frau Meghan Markle britischen Boden betrat und jede ihrer Bewegungen von den Medien und der Öffentlichkeit genau unter die Lupe genommen wurde. Die Bühne für ein bedeutsames und emotionales Wiedersehen mit seiner Familie war bereitet, als die Vorfreude auf die Eröffnungszeremonie der Invictus Games wuchs. Die unerwartete Konfrontation zwischen Prinz Harry und Diddy Jane warf einen Schatten auf das Geschehen. Zeugen berichteten von einem angespannten Austausch zwischen den beiden, als sich ihre Wege während der Vorbereitungen kreuzten. Lady Jane, die für ihre sachliche Haltung bekannt ist, warf Prinz Harry vor, eine persönliche Grenze zu überschreiten, und unterstrich ihre Worte mit der lautstarken Aufforderung, seine Hände von ihr zu nehmen. Um die Ursache dieser explosiven Begegnung zu verstehen, müssen wir die komplexen Dynamiken untersuchen, die Prinz Harrys Beziehung zu seiner Großfamilie seit seinem Rückzug von seinen königlichen Pflichten geprägt haben. Harry äußerte sich lautstark zu den Herausforderungen, mit denen er innerhalb der Monarchie konfrontiert war, und zu dem emotionalen Tribut, den dies für ihn bedeutete. Seine Entscheidung, ein unabhängigeres Leben anzustreben, sowohl privat als auch beruflich, belastete die Bindungen zwischen ihm und bestimmten Mitgliedern der königlichen Familie. Gerüchte über Unmut und Spaltungen innerhalb des Windsor-Clans kursieren seit Jahren in den Medien. Lady Jane, die Tante von Prinz Harry, war schon immer für ihre willensstarke Art bekannt. Als Schwester von Prinzessin Diana war sie ein Leben lang sowohl für Harry als auch für seinen Bruder, Prinz William, eine große Stütze und Ratgeberin. Es wird jedoch spekuliert, dass Lady Jane eine kritischere Haltung gegenüber Harrys Austritt aus der königlichen Familie eingenommen haben könnte. Ihre Konfrontation könnte als Ausdruck ihrer Enttäuschung und Sorge um die Stabilität der Monarchie gewertet werden. Nach dem hitzigen Austausch blieben die Spannungen innerhalb der Envictus Games Community hoch. Organisatoren und Teilnehmer hatten gleichermaßen mit den Folgen zu kämpfen, und viele äußerten ihre Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Die größere Frage drängte sich auf: Könnte dieser Konflikt den Geist der Invictus Games, ein Leuchtfeuer der Einheit und Widerstandsfähigkeit, überschatten? Das Wiedersehen von Prinz Harry mit seiner Familie während des zehnten Jahrestages der Invictus Games nahm eine unerwartete Wendung, als er sich einer hitzigen Konfrontation mit seiner Tante Lady Jane gegenüber sah. Während die genauen Einzelheiten ihres Austauschs weiterhin im Dunkeln liegen, ist es offensichtlich, dass zugrunde liegende Spannungen und unterschiedliche Perspektiven eine wichtige Rolle spielten. Als die Invictus Games begannen, verlagerte sich der Fokus von der Kontroverse auf die unglaublichen Geschichten über Triumph und Widerstandsfähigkeit, die die Teilnehmer an den Tag legten. Letztendlich dienten die Spiele als Beweis für die Fähigkeit des menschlichen Geistes, sich über persönliche Konflikte zu erheben und sich in der Verfolgung eines gemeinsamen Ziels zu vereinen, diejenigen zu inspirieren und zu ehren, die sich für ihr Land geopfert haben.